Ich bin Viktor, 24 Jahre alt. Schon früh habe ich mich für Flugzeuge interessiert und deswegen 2011 mein Maschinenbaustudium angefangen. Momentan schreibe ich an meiner Bachelorarbeit und danach habe ich vor, meinen Master zu machen. Mit Hilfe der Sparkasse kann ich mir mein Studium finanzieren. Besonders praktisch ist für mich, dass ich von überall meine Konten verwalten kann. Mit dem Online-Banking vom Smartphone aus bin ich jederzeit und überall über meine Finanzen auf dem Laufenden und kann Überweisungen tätigen, ohne dabei in die Filiale zu müssen. Wir sind in der Sporthalle Hackenberg. Die U17 Damen-Rollhockey-Europameisterschaft hat angefangen und ich habe Georg Feldhoff, den Vorsitzenden der IGA, bei mir. Wie froh seid ihr, dass es endlich sportlich losgeht? Ja, wir haben ja wochenlang dafür gearbeitet und wir sind schon ganz schön froh, dass es jetzt losgeht. Und es ist auch gut losgegangen. In der Halle ist ordentlich was los. Die Teams sind alle da. Alles hat bis jetzt funktioniert, mehr oder weniger funktioniert. Aber das ist halt so. Ja, und wir freuen uns auf dieses Turnier. Genau, und das ist das Wichtigste, dass ihr euch freut, dass ihr dieses Turnier ausrichten dürft. Wichtig nochmal zu erzählen ist natürlich, die Leute können kostenlos hier in die Sporthalle Hackenberg kommen und Top-Rollhockeysport sich anschauen. Absolut. Also wenn man hier über die Bande guckt, dann sieht man ja, dass hier neue Sponsoren drauf sind und die haben das ermöglicht, dass wir hier keinen Eintritt nehmen müssen. Und deshalb laden wir alle ein, einfach mal zu kommen, sich das anzugucken. Und die werden Spaß haben hier. Das ist toller Sport und ja, wir würden uns freuen, wenn die Halle voll wird. Dankeschön, Georg. Ich weiß, du musst wieder was tun. Deswegen lassen wir dich jetzt von dem Interview und gehen rüber zum Nationaltrainer Markus Feldhoff und die Sophia, eine der Spielerinnen, auch bei uns. Markus, wie gut vorbereitet seid ihr? Ja, wir sind top vorbereitet. Wir waren in Portugal, haben da ein Trainingslager gemacht, eine Woche lang. Und dort gegen portugiesische Erstligamannschaften gespielt, haben sogar Spiele gewonnen da mit einer U17. Das ist eine Riesenleistung gewesen. Insofern sind wir super vorbereitet und wir haben heute spielfrei. Wir freuen uns also total drauf, morgen endlich ins Turnier einzustarten. Und als Spielerin, wie ist das, Europameisterschaft spielen zu können zu Hause hier in Remscheid? Also das ist eine sehr gute Erfahrung für uns. Ich glaube, dass wir damit auch viele Vorteile haben werden, weil wir kennen die Bahn, wir kennen die Bande auch gut. Und ich denke, dass es schon klappen wird. Zielsetzung? Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, wir haben beide Gruppengegner heute gesehen, können wir uns durchaus vorstellen, dass wir sehr weit nach oben starten können. Wir müssen natürlich jetzt immer schauen, morgen erstmal ins Turnier starten, aber wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Das heißt, wir wollen in die Finalgruppe, Platz 1 bis 3 soll es für Deutschland werden. Ist es für dich ein Vorteil, dass du die 100 Spielerinnen aus deinem Kader hast, die ja auch schon Rollhockey-Bundesliga in dieser Saison spielt? Naja, wir haben einen großen Kader mit super Spielerinnen, da sind durchaus Remscheiderinnen dabei, aber die anderen kommen dem im Nichts nach. Also das heißt, auch die Spielerinnen aus den anderen Vereinen sind super Spielerinnen, insofern ein Vorteil. Nee, wir arbeiten lange zusammen und haben einen guten Kader, alles gut. Alles zufrieden? Ja. Und Zielsetzung? Ja, also ich glaube, wir möchten alle Erster werden, aber auf jeden Fall eine Medaille müsste schon drin sein. Also, ja, das hört sich doch schon mal gut an. Dann toi toi toi, morgen für den Start. Also, wann ist euer Spiel? Wir spielen um 12 und um 20 Uhr. Und die Remscheider sollen vorbeikommen? Auf jeden Fall. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Toi, 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 viel Glück. Also, die Rollhockey U17 Damen-Europameisterschaft hier bei uns in Remscheid. Und morgen das erste Spiel und auch das zweite Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft.